Moin und willkommen bei den Dekus. Genau, heute ist ein anderer Anfang und ihr denkt euch so, hä? Wieso? Okay, also, kurze Information zu mir. Ich bin Justus, der zweitälteste Sohn von der Familie und bin 19 Jahre alt. Jo, wieso ich dieses Video mache, ist, weil ich von Baden-Württemberg nach Bayern zu meiner Familie fahre und ich euch dabei mitnehmen möchte. Und meine Mutter weiß von gar nichts, dass ich gar nicht filme und so. Ich will euch einfach mitnehmen, um euch zu zeigen, ja, wie die Zugfahrt von mir bis zu meiner Mutter ist. Insgesamt vielleicht über 6 Stunden. Und mein Koffer ist auch schon gepackt. Jo. Okay, dann würde ich sagen, treffen wir uns später, wenn ich beim Bus bin. Ich bin jetzt in Herrenberg. Die, die in Baden-Württemberg leben, müssten den Ort kennen. Und der Zug müsste auch in wenigen Sekunden oder Minuten kommen. Und ja. Da kommt dann auch der Zug schon angefahren. Und dann geht's rein in den Zug. So, also ich stehe jetzt am Stuttgart Hauptbahnhof und es ist mir mega unangenehm zu filmen. Und mich voll viele Leute anschauen, aber ey, das macht man alles für YouTube und für den Kanal. Jetzt muss ich auf den Zug fahren. Der Zug kommt so 20 Minuten später. Aber alles easy und ja, dann sehen wir uns im Zug wieder. Und da kommt der Zug. Da hinten fährt er ein. Und ja, ich habe noch genau 9 Minuten, um einzusteigen. Aber es reicht nur. Thank you.
Ich bin jetzt in Nürnberg Hauptbahnhof und der Zug war ziemlich voll. Ich habe erstmal 10 Minuten gebraucht, um meinen Platz zu finden. Es ist so komisch, wenn mich alle Leute angucken, nur weil ich die Handy so halte. Oh Mann. Muss ich nur gucken, in welchen Kreis ich gehe. Ich glaube, das ist Kreis 4. Zug, den ihr gerade gehört habt, das war meiner. Und ja, jetzt sind es noch so 2 Stunden Zugfahrt und dann bin ich auch eigentlich da. Ich bin in Nürnberg und das müssen die einen oder anderen auch kennen, vor allem die, die in Bayern leben. Jo. So, moin, ich melde mich wieder. Die Zugfahrt, die endet bald in so 15 Minuten ungefähr bin ich da. Und ich konnte die ganze Zeit nicht filmen, weil neben mir Kinder saßen. Die hört man auch gerade. Die haben so rumgeschrien, die waren so nervig. Ich dachte mir so, ein Spaß. Bald bin ich am Ziel da, noch 15 Minuten. Und dann sehen wir weiter. So, nun 15 Minuten später angekommen. Und hier in der Stadt. Oh Mann, und hier fühle ich mich wie ein Rentner, ey. Weil hier ist gefühlt gar nichts los. Also Mama, du siehst hier sowieso das Video an, du schneidest es auch sowieso. Aber wenn du das siehst, wie kannst du nur in so einer Rentnerstadt leben? ja. Und dann bin ich auch gleich bei meiner Mutter und erschrecke sie. Okay. Tür ist offen. Hey, was ist denn das? Koffer muss ich hier unten lassen. Hallöchen. Hallo. Sag hallo. Guck mal, hallo. Mein Lieblingsbruder. Hallo. Geh mal hoch. Halt auf. Oben. Ja. Der Justus, der will mich erschrecken. Noch eins haben wir. Aber ich erschrecke den. Ich habe mich
Scheiße. Jetzt habe ich mich erschrocken. So, siehst du? Jetzt haben wir ihn gleichzeitig aufgenommen. Zoom. Oh Mann, ich wollte dich erschrecken. Ja, das habe ich jetzt schon gemacht. Oh Mann. Du hast mich erraten. Ja, habe ich gern geschehen. Okay. Hallo! Warte. Okay. Warte. Ja, mein Großer. Vielleicht. Solltest du den Schürzen erschrecken? Hat gut geklappt. Hat gut geklappt.